Vor 2 Monaten hat die Corridor Crew diesen Anime veröffentlicht. Er wirkt unglaublich aufwendig. All diese Zeichnungen, die Grimassen, die Bewegungen. Tatsächlich basiert das gesamte Video auf genial angewandter künstlicher Intelligenz. A way to turn reality into a cartoon. Eine wahnsinnige Leistung. Aber da ist auch eine Frage, die im Raum steht. Was macht das mit der Branche, wenn eine kleine Crew so etwas produzieren kann? Und natürlich ist das kein Einzelfall. KI ist seit April letzten Jahres komplett explodiert. You are Balenciaga, Harry. Dieser Track wurde von einer KI generiert. Was bedeutet das für die Musikindustrie? Liefern Künstler bald nur noch ihre Stimme? Und ihr habt sicherlich von ChatGPT gehört. Es macht heute schon ein bisschen Angst, in was für eine Zukunft uns das führen könnte. Unser guter Freund Döpfner will KI-Journalismus. Will er womöglich einen Robo-Reichelt installieren? In einer Studie konnte eine KI Hauttumore besser beurteilen als Hautärzte. Werden unsere Arztbesuche bald durch Full-Body-Scans einer Maschine ersetzt? Was passiert jetzt mit uns? Schafft KI uns alle ab? Nehmen uns Bots alle Jobs weg und machen uns nutzlos? Wie stellen wir sicher, dass es nicht richtig übel für uns läuft? Neben ChatGPT wird auch Googles KI Bard immer beliebter. Der Chatbot ist aktuell allerdings nur in den USA und Großbritannien verfügbar. Mit NordVPN könnt ihr Bard auch aus Deutschland nutzen. Mit einem VPN kannst du deinen eigenen Standort virtuell verändern. Und das geht super leicht. Du wählst ein Land aus, klickst drauf und schon surfst du aus den USA und Bard steht dir zu Diensten. Der kostenlose Chatbot kann dir dann alles Mögliche beantworten oder dir bei der Planung deiner nächsten Reise helfen. Mit NordVPN könnt ihr außerdem günstigere Hotels, Mietwagen und Tickets finden. Wenn ihr virtuell aus eurem Urlaubsziel surft, sind die Angebote nämlich häufig günstiger. NordVPN hat noch viele weitere Funktionen, wie einen integrierten Bedrohungsschutz, der dich vor schädlicher Werbung und Trackern schützen kann. Unter nordvpn.com/simply kriegt ihr einen exklusiven Deal auf einen 2-Jahres-Plan. Außerdem gibt es 4 Monate gratis dazu und eine 30-Tage Geld-Zurück-Garantie. Hinweis: VPNs bedeuten nicht, dass man bedenkenlos online surfen kann und 100% anonym und geschützt ist. Ja, dein Job ist in Gefahr. Es lohnt sich nicht, so zu tun, als wäre es nicht so. Wir könnten euch jetzt völlig erschlagen mit Beispielen, was KI bereits kann. Aber machen wir es konkret. Vice hat vor kurzem einen spannenden Artikel zu Overemployed Hustlern veröffentlicht. In dem Artikel berichten verschiedene Menschen, wie sie dank KI-Hilfe bis zu 4 Vollzeitjobs gleichzeitig machen. Anspruchsvolle, gut bezahlte Jobs. ChatGPT generiert Businesspläne für sie, Blogposts oder baut Excel-Tabellen. Aber wenn diese Leute mit KI-Hilfe zum Teil 3 bis 4 Jobs machen, heißt das nicht, dass es in diesen Unternehmen eigentlich einfach nur weniger Arbeitskräfte bräuchte? Laut einer großen Studie der Investmentbank Goldman Sachs sind ungefähr 2/3 aller Berufe von KIs betroffen. Bei den meisten dieser Jobs könnten Bots und Co. langfristig ca. 25-40% der Arbeit übernehmen. Doch es gibt auch einen kleinen Teil aller Berufe, bei denen Programme schon bald die Hälfte oder sogar noch mehr der Arbeit erledigen könnten. Beispiele dafür sind technischer Support und Kundenservice allgemein, sowie Büroangestellte, die vor allem Daten irgendwo einfüllen oder Termine organisieren. Von diesen Jobs wird es laut der Studie langfristig einfach deutlich weniger geben. Fast 1/5 aller globalen Arbeitsaufgaben könnte automatisiert werden. In Europa und den USA ist es sogar eher 1/4. 7% aller momentan arbeitenden Menschen könnten in den nächsten 10 Jahren aufgrund von KIs ihren Job verlieren. Und solche Schätzungen kommen nicht von einer einzigen Studie. Die EU geht zum Beispiel ebenfalls davon aus, dass KI zahlreiche Arbeitsplätze eliminieren wird. Uff, das klingt bis hierhin erstmal ziemlich gruselig. Aber das ist wie so häufig nur die eine Seite der Medaille. Nein. Wir werden nicht alle arbeitslos. Ganz allgemein werden KIs sich vor allem auf Jobs auswirken, die an Schreibtischen passieren. Hier sind künstliche Intelligenzen einfach am günstigsten einsetzbar. Busfahrer müssen nicht um ihre Jobs fürchten, weil eine gewaltige Flotte autonomer Busse schlicht wahnsinnig teuer wäre. Bei Bürojobs kann man KIs wie ChatGPT direkt nutzen. Das kann jetzt alles Mögliche sein. Also in meinem Fall war das eben als Wissenschaftler: gib mir doch mal Literaturempfehlungen zu diesem und jedem Thema, und zack kamen die. Ja? Oder auch,
hier ist ein Text, formulieren wir den doch bitte mal in folgendem Stil auf Englisch um. Das ist Dr. Jens Südekomm. Er ist Professor für Volkswirtschaftslehre an der Uni Düsseldorf und beschäftigt sich mit den Arbeitsmarktauswirkungen von neuen Technologien. Laut ihm müssen sich zahlreiche Berufsfelder auf KI einstellen. Ob Rechtsanwalt oder auch Journalist oder Leute in der Verwaltung. Mathematiker, Buchhalter, Programmierer, Schriftsteller, Dolmetscher. Aber KIs werden tendenziell einfach die weniger spannenden Aufgaben übernehmen. Irgendwas nachschlagen, etwas vorformulieren, Dinge umstrukturieren. Sie sind vor allem digitale Assistenten. Man kann entsprechend dann mehr Zeit und mehr Energie fokussieren, dann auf die eigentlich spannenden Aspekte des Jobs. Rechtsanwälte können zum Beispiel künftig vielleicht trockene Routineaufgaben der KI überlassen und stattdessen mehr Zeit für Mandatengespräche nutzen. Journalisten können sich mehr Zeit für Interviews und investigative Recherchen nehmen. Ärzte können Hilfe bei Prognosen bekommen und sich auf die Behandlung konzentrieren. Die Gefahr, dass jetzt KI zu Massenarbeitslosigkeit führt und dann Millionen von Menschen da sitzen und plötzlich nichts mehr zu tun haben, das ist, halte ich für sehr, sehr unwahrscheinlich. Menschen haben seit 100 Jahren die Angst, dass irgendwann alle Jobs von Maschinen erledigt werden. Automatisierung ist gruselig. In den 1920ern hatten die Leute Angst, Autos würden sie arbeitslos machen. In den 40ern und 50ern war es der Einsatz von immer mehr Maschinen in Fabriken. In den 60ern und 70ern wurden Fotokopierer zum Gift für Schriftsteller, Verleger und Akademiker erklärt. In den 80ern und 90ern waren es die Computer. Es wurde eigentlich statistisch gesehen durchschnittlich niemand arbeitslos, sondern die Menschen haben tatsächlich im Unternehmen neue Betätigungsfelder gefunden. Die wurden umgeschult, weitergebildet, umpositioniert. Es ist wie so häufig mit neuen Technologien. Sie lassen alte Jobs verschwinden und neue Jobs entstehen. Das passiert ständig, die ganze Zeit. 60% aller US-Angestellten haben Jobs, die es 1940 noch nicht gab. Wenn neue Arbeitsplätze entstehen, liegt das sogar fast immer an neuen Technologien. Schon jetzt entstehen durch KIs jeden Monat tausende neue Jobs in Deutschland. Die Branche könnte die deutsche Wirtschaft bis 2030 um 11% wachsen lassen. Das Problem ist recht simpel. Es ist sehr einfach, sich vorzustellen, wie eine Maschine einen existierenden Job zerstört. Es ist unfassbar schwer, sich neue Berufe vorzustellen, die heute noch nicht existieren. Doch hier gibt es auch eine entgegengesetzte Theorie. Dieses Mal sei Automatisierung anders. Wir würden dieses Mal wirklich den Aufstieg der Maschinen erleben. Wird irgendwann alles automatisiert? Das Future of Life Institute hat sehr medienwirksam zu einem Entwicklungsstopp von KIs wie ChatGPT aufgerufen. Zahlreiche bekannte Persönlichkeiten aus der Tech-Branche haben unterschrieben. In dem Brief steht unter anderem: Sollten wir alle Jobs wegautomatisieren, einschließlich der erfüllenden? Sollten wir nicht menschliche Intelligenz entwickeln, die uns schließlich zahlenmäßig übertreffen, überlisten, obsolet machen und ersetzen könnten? Und da ist sie wieder. Die Angst vor einer dystopischen Zukunft. Eine Welt, in der nur noch eine Handvoll Menschen arbeitet und alles andere von Maschinen und künstlichen Intelligenzen übernommen wird. Wir Menschen schaffen es irgendwann nicht mehr, die KI zu kontrollieren. Früher konnten wir uns zwar immer wieder durch Innovation retten und relevant bleiben, doch im Zeitalter der KI packen wir es nicht mehr. Es gibt zwar neue Arbeitsplätze, aber bei weitem nicht genug, um die verlorenen Jobs auszugleichen. Das unglaubliche Potenzial der KIs ist zu groß und die Rechenleistung steigt exponentiell. Es besteht die Gefahr, dass die Technologie immer und immer klüger wird. Es gibt auch die Gegenperspektive. Die Menschheit wird die Kontrolle behalten. KI wird uns in eine Art utopische Zukunft führen. Sie wird all unsere Probleme lösen. So eine Denkweise nennt sich Long-Termism. Long-Termists versuchen oft, existenzielle Fragen weit entfernter Zukunftsszenarien heute zu beantworten. Dabei kann niemand vorhersagen, ob wir in 50 Jahren in einer Dystopie, Utopie oder in einem ganz anderen Szenario landen. Die Debatte ist, auch wenn euch bestimmte Argumente vielleicht mehr überzeugen als andere, komplette Spekulation. Dennoch werden diese hochspekulativen Argumente teils missbraucht, um im Hier und Jetzt, wo es eigentlich um Fakten gehen sollte, die Debatte zu beeinflussen. Es wird zwar gerne so getan, Programme wie ChatGPT sind aber keine intelligenten Wesen und haben kein Bewusstsein. Und wir sollten nicht über sie diskutieren, als wären sie das. Man kann das Wort Intelligenz hier schnell missverstehen. Es sind Algorithmen, die Muster in gigantischen Datensätzen erkennen und daraus neue Muster erstellen können.
Sie wissen und verstehen dabei nicht, was sie für Content generieren. Offene Briefe zu Entwicklungsstopps und fatalistische, reißerische Zukunftsvisionen sind laut vielen Kritikern nur ein riesiges Ablenkungsmanöver. Es ist leicht, sich über fiktive Szenarien in 50 Jahren zu streiten. Die massiven Probleme, die KI schon heute mit sich bringt, kann man dann ignorieren. Aber das wäre ein riesiger Fehler. Macht KI unsere Gesellschaft ungerechter? Die Modelle sind nur so gut wie der Datensatz, mit dem sie gefüttert werden. ChatGPT wurde beispielsweise mit Textdateien aus dem Internet trainiert. Und viele Texte im Internet sind, diskriminierend, unvollständig und schlichtweg falsch. Ein Journalist von The Intercept hat sich ein Programm bauen lassen, das das Sicherheitsrisiko von Reisenden an Flughäfen einschätzen soll. Die Herkunftsländer Syrien, Irak, Afghanistan und Jemen wurden automatisch als gefährlich markiert. Der 25-jährige Amerikaner John Smith, der durch Syrien und in den Irak gereist ist, kriegt dann einen Risikoscore von 3. Ali Mohammed kriegt einen Score von 4. Schlicht, weil er Syrer ist. Sicherheitsexperten sind sich einig, dass so ein Profiling basierend auf dem Herkunftsland nicht nur rassistisch ist, sondern auch ganz und gar nicht bei der Bekämpfung von Terrorismus hilft. Wenn in Zukunft eine KI die Passagierchecks übernimmt und rassistisch entscheidet, wen zieht man dann zur Rechenschaft? Die Verantwortung würde laut Experten bei den Entwicklerteams liegen. Sie haben die Datensätze ausgewählt und das Modell trainiert. Entsprechend müssen sie gewährleisten, dass ihre Systeme fair sind. Doch aktuell ist die Arbeitsweise der großen Entwickler noch eine ziemliche Blackbox. Die Datensätze und die Art und Weise, wie die Modelle trainiert werden, sind häufig ein Geheimnis. Viele Experten fordern mehr Transparenz, um OpenAI und Co. besser regulieren und zur Verantwortung ziehen zu können. OpenAI versucht, die Antworten von ChatGPT zu filtern, damit der Bot zum Beispiel keine rassistischen Dinge schreibt. Doch es gibt etliche Wege, diese Filter zu umgehen. Dazu haben wir auf unserem Zweitkanal TwoBotGuys bereits ein ausführliches Video gemacht. Ein Link ist in der Beschreibung und auf der Endcard. Hinter diesen Filtern steckt auch keine besonders beeindruckende Technologie, sondern schlicht ziemlich viel menschliche Arbeit. Deshalb setzen OpenAI und Co. häufig auf schlecht bezahlte Arbeitskräfte in Entwicklungsländern. Die kategorisieren und überprüfen Inhalte, ähnlich wie bei Facebook und anderen Social-Media-Plattformen. Bis Anfang letzten Jahres hat ein kenianisches Team sich für OpenAI beispielsweise Texte und Bilder von Kindesmissbrauch, Vergewaltigungen, Ermordungen und anderen verstörenden Inhalten angeschaut und sie kategorisiert. Den jeweiligen Modellen kann man dann entsprechend antrainieren, sowas nicht zu produzieren. Die Tätigkeit wurde teilweise mit weniger als $2 pro Stunde vergütet. Die Zusammenarbeit wurde früher als geplant von der kenianischen Seite beendet. Laut führenden Forschern basiert die derzeitige KI-Industrie zu Teilen auf einem globalisierten, ausbeuterischen System. Insbesondere Menschen in Entwicklungsländern leiden darunter. So verstärken KI-Produkte potenziell strukturelle Ungleichheiten. Auch innerhalb westlicher Gesellschaften könnten KIs solche Effekte haben. KIs sind, wie bereits erwähnt, vor allem für die Kreativbranche, Bürojobs und Assistenztätigkeiten eine Gefahr. Einen Termin machen, kurz eine Info nachschlagen, eine Tabelle oder eine Präsentation erstellen, eben was coden oder einen Text verfassen. All diese Arbeit können digitale KI-Assistenzen wahrscheinlich bald erledigen. Top-Verdiener sind dabei nicht so gefährdet und können sogar profitieren. Der Anwalt, die Ärztin oder der Unternehmer können mit KIs wahrscheinlich ihre Kosten reduzieren. Viele Angestellte dagegen müssen sich potenziell neue Jobs suchen. So könnten vor allem diejenigen durch KIs reicher werden, die eh schon gut dastehen. Die Arbeit der stagnierenden Mittelschicht könnte weiter entwertet werden. Umso wichtiger wird es, Arbeitskräften neue Chancen und Umschulungen zu ermöglichen. KI wird uns nicht alle abschaffen. Sie wird unsere Arbeitswelt aber nachhaltig verändern. Es liegt an uns und unseren Regierungen, die bereits bestehenden Herausforderungen in Angriff zu nehmen, ohne sich in Debatten zur weit entfernten Zukunft zu verrennen. Die Schere zwischen Arm und Reich wächst global. KI sollte diesen Trend nicht weiter verstärken. Wie reguliert man OpenAI und Co., um ihre Produkte im Interesse der Gesellschaft zu entwickeln? Wie schützt man Content Manager vor Ausbeutung? Brauchen wir eine KI-Steuer, um Gewinne durch KI gerecht zu verteilen? Künstliche Intelligenz kann unsere Welt bereichern und wir haben die Kontrolle darüber, ob sie es auch wird. Cheers! Hey,
Gebt euch jetzt, weil ihr im Thema seid, doch gerne unsere brillante Aufarbeitung zu ChatGPTs bösem Zwilling auf TubeBotGuys. Natürlich gibt es noch zahlreiche weitere Risiken, die von KIs ausgehen. Zum Beispiel, wie sie Informationen und Überwachung verändern. Darum geht es in einem weiteren Video von uns. An dem arbeiten wir momentan mit Hochdruck. Bis dahin, bis zum nächsten Mal.